Bereits im vergangenen Jahr auf der IAA in Frankfurt hat Skoda angekündigt, in Zukunft einige Neuheiten im Petto zu haben. Der Stadtflitzer Citigo ist die nun 7. Modellreihe des tschechischen Autobauers. Damit reagiert Skoda auf die verstärkte Nachfrage nach kleinen Autos. Nicht ohne Hintergedanken, 2011 war in puncto Absatz ein Rekordjahr. Die Prognosen für ein weiteres Plus im laufenden Jahr sind gut. Und dabei soll der Citigo eine wichtige Rolle spielen. Denn mit dem Kleinwagen wird die Marke zusätzliche Marktanteile gewinnen. Im Moment macht dieses Segment europaweit ein Viertel der Verkäufe aus, weltweit sind es 10%. Tendenz steigend. Gerade in den großen Metropolen will der Citigo für viele Autokäufer eine interessante Alternative zu den bisherigen Platzhirschen Fiat Panda, Peugeot 107, Citroën C1, Toyota Algo und dem Renault Twingo sein. Dass der neue Skoda einen Zwillingsbruder namens VW Up hat, fällt bei der ersten Begegnung nicht sofort auf. Optisch ist er eigenständig und gibt sich als echtes Mitglied der Skoda-Familie zu erkennen. Denn auch der kleinste hat den typischen Kühlergrill und die großen mandelförmigen Scheinwerfer bekommen. Das Design wird gefällig und erwachsen. Keine Spur vom verspielten und oft auch billig wirkenden Auftritt einiger anderer Kleinwagen. Dazu passt die Sicherheitsausstattung, ESP ist serienmäßig an Bord, die empfehlenswerte City-Notbremsfunktion gibt es allerdings nur gegen Aufpreis. Angetrieben wird der Citigo entweder von 60 oder 75 PS. Egal welche Leistung gewählt wurde, unter der kurzen Motorhaube werkelt in jedem Fall ein 1 Liter Dreizylinder-Benziner. Die sparsamste Version gibt sich im Durchschnitt mit 4,1 Liter zufrieden. Der Innenraum wirkt ordentlich verarbeitet, die Materialauswahl ist gut. Wer nicht nur zu zweit unterwegs ist und die Rücksitzbank so als Ablage nutzt, sollte die fünftürige Variante wählen. Der Einstieg in das hintere Abteil ist so deutlich bequemer als beim Dreitürer. Viele kleine Details entdeckt man erst auf den zweiten Blick. Dazu gehört auch der Taschenhaken am Handschuhfach. Mit dem kleinen Skoda sollen junge Fahrer angesprochen werden, genauso aber auch Familien, die einen Zweitwagen suchen oder die sogenannten Best-Ager, die nicht länger ein großes Auto benötigen.